Ja, ich lebe noch, definitiv. Ich freue mich, dass ihr bei mir eingeschaltet habt, vor allem heute am Samstag, so ganz ungewöhnlich für mich, ein Video hochzuladen. Aber ich habe eine Info, eine kurze Neuigkeit für euch. Vorab, ihr habt mir viele, viele Nachrichten geschrieben, warum ich persönlich nicht mehr im Video zu sehen bin, ob es mir gut geht, ob alles in Ordnung ist. Da möchte ich eigentlich nur kurz dazu sagen, wer mir auf Facebook und Instagram folgt, der hat es auch so ein bisschen mitbekommen. Da habe ich nämlich mitgeteilt, dass ich mich so für einen Moment aus den sozialen Netzwerken so ein bisschen zurückziehe und auch so eine kleine Auszeit einlegen möchte. Es ist nämlich ein bisschen was passiert in der Familie. Ich war sehr, sehr erkältet gewesen und vor gut 6 Wochen ist dann halt auch noch mal was passiert, was uns doch extrem den Boden unter den Füßen weggerissen hat, ganz plötzlich. Und ja, das war so der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss einfach mal so, was mich persönlich betrifft, von den sozialen Netzwerken so ein bisschen Abstand nehmen, so ein bisschen pausieren. Nichtsdestotrotz habt ihr natürlich Videos bekommen von mir. Es waren zwar nur in Anführungsstriche Rezeptvideos, aber auch die Rezeptvideos solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Die sind nämlich hammer, hammer lecker, die Sachen, die ich euch in der letzten Zeit gezeigt habe, ob es die Pistazien-Marzipanrolle war, die Schwarzwälder Kirschrolle oder auch die Brotrezepte. Ihr solltet auf keinen Fall auch meine Rezeptvideos verpassen. Meine Rezepte sind nämlich echt hammerlecker. Vor allem gestern. Gestern das Rouchmehl-Bierbrot mit Speck. Das ist so, so lecker. Das müsst ihr auf jeden Fall einmal ausprobieren. Und ich garantiere euch, auch ich bin kein Biertrinker. Aber in Verbindung mit dem Brot war das so, so lecker. Ich habe euch gesagt, es gibt wieder mehr Motivtorten. Besagter Gründe, dass ich mich so ein bisschen zurückgezogen habe, war der Grund, warum es noch keine Motivtorten gab, sondern nur Rezepte. Aber es wird definitiv wieder Motivtorten hier auf meinem Kanal geben. Letztes Jahr war ich ja durch meine Fußoperation so ein bisschen eingeschränkt und ich hatte schon gesagt, im Jahr 2019 gibt es wieder mehr Motivtorten. Ich habe auch damit gestartet, aber nicht alleine. Ich hatte letztes Wochenende eine Zuschauerin bei mir zu Besuch. Die Julia kam zu mir und wir haben 2 Tage für euch eine Motivtorte hergestellt und abgefilmt. Und diese wird es auch ganz bald auf meinem Kanal geben. Ich verspreche euch, ich werde mich beeilen mit dem Schneiden und Nachbearbeiten, denn auch sowas braucht nochmal richtig, richtig viel Zeit. Ich verspreche euch, dass es so schnell wie möglich geht und dass ihr das Video so schnell wie möglich zu sehen bekommt. Kleiner Tipp, auch bei mir ist das die meist gewünschteste Motivtorte. Vielleicht habt ihr ja eine Vorahnung, vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare und dann bin ich mal gespannt, ob es der ein oder andere eventuell errät, was es demnächst für eine Motivtorte geben wird. Natürlich wird es zwischendrin auch immer wieder Rezepte geben. Es wird nicht nur Motivtorten geben. Rezepte kommen natürlich auch immer wieder zwischendrin mit dazu. Das ist aber nicht der Grund, warum ich dieses Video euch heute hochlade. Ich habe, wie schon zu Anfang gesagt, eine kleine Info, eine Neuigkeit für euch. Für diejenigen, die schon in meinem Online-Shop geshoppt haben, gerade auch in den letzten Wochen, die haben gemerkt, wir haben da einiges im Sale und da steht ganz dick und fett wegen Sortimentswechsel gibt es einiges im Sale. Es ist auch noch ein bisschen was da, also falls ihr nachher in meinen Shop hineinschaut, schaut auf jeden Fall auch mal in die Sale-Kategorie. Vielleicht ist das ein oder andere noch dabei und ihr könnt somit noch mal zusätzlich ein super Schnäppchen machen. Ja, wir haben einen kleinen Sortimentswechsel. Wir tauschen nämlich einen Teil unseres Sortimentes aus und das hat auch einen Grund. Denn ich habe letztes Jahr ein Testpaket bekommen und ich war so begeistert von den Produkten, dass wir beschlossen haben, diese Produkte in unserem Online-Shop mit aufzunehmen. Ich habe von diesen Produkten
damals eine Motivtorte hergestellt und wie gesagt, die waren so leicht in der Verarbeitung, so super in der Qualität und ich war einfach nur begeistert gewesen. Und deswegen gibt es ab sofort, ab jetzt den, nein, erst nochmal, ich verlinke euch die Torte, falls ihr die noch nicht gesehen habt, falls ihr diese Motivtorte noch nicht gesehen habt, mal hier oben in der Infocard. Und für diejenigen, die es gesehen haben, die wissen, welche Produkte nämlich jetzt kommen. Es gibt nämlich ab sofort den Fondant sowie die Lebensmittelpastenfarbe von Tortis auch in meinem Online-Shop zu bestellen. Neben Fondant in 1 Kilo und in 250 Gramm gibt es natürlich auch noch viele Farben und zwar in Schwarz, Grau, Braun, Hellbraun, Dunkelblau, Blau, Hellblau, Dunkelgrün, Hellgrün, Lila, Brombeere, Pink, Rot, Rosa, Hautfarbe, Gelb und Orange. Und wem das noch nicht genug ist, gibt es auch selbstverständlich die Lebensmittelpastenfarben von Tortis. Diese sind so ergiebig, diese sind so wenig in der Anwendung. Ihr habt ein super, super tolles Ergebnis in sage und schreibe 21 verschiedene Farben. Die Lebensmittelpastenfarben sowie auch den Fondant von Tortis gibt es ab sofort in meinem Online-Shop zu kaufen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich verlinke euch meinen Online-Shop jetzt hier oben in der Infocard und auch hier unter dem Video in die Infobox. Und für alle, ich habe natürlich auch eine klitzekleine Überraschung für euch. Für alle, die jetzt shoppen gehen möchten, es gibt natürlich auch einen Rabattcode mit dem Rabattcode TORTIS15. Bekommt ihr bis zum kommenden Montag, das ist der 11. März 2019, auf das Tortis-Sortiment in meinem Online-Shop nochmal 15% Preisnachlass. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch nun einen wunderschönen Samstag, ein wunderschönes Wochenende und dann sehen wir uns am Montag zu einem neuen Video. Macht's gut, tschüss!